Schon der Aufbewahrungsort lässt darauf schließen, die Wertschätzung für das, was hinter dieser Tür ist, kann nicht besonders groß sein. Und das ist er, der Aro 304. Ein Geländewagen, der einst dem rumänischen Diktator Nicolae Ceausescu gehörte. Der Aro 304 wurde Ende der 70er Jahre speziell nach den Wünschen Ceausescus gefertigt. Hersteller war der rumänische Autobauer Aro, dessen Produktpalette ausschließlich Geländewagen beinhaltete. Nicolae Ceausescu stieg 1965 zum mächtigsten Mann in Rumänien auf und regierte bis zur Wende 1989. Anfangs im eigenen Land und sogar im Westen populär, wandelte sich Ceausescu zu einem stalinistischen Herrscher, der auf Personenkult und Unterdrückung des eigenen Volkes durch den Geheimdienst und die berüchtigte Geheimpolizei Securitate setzte. Schätzungen zufolge wurden unter Ceausescu rund 2 Millionen Menschen ermordet, deportiert, inhaftiert oder umgesiedelt. Nach der Wende 1989 wurde er gestürzt und danach gemeinsam mit seiner Frau von Armeeoffizieren erschossen. Der Geländewagen sollte nun bei einer Auktion der rumänischen Steuerbehörde versteigert werden. Mindestgebot umgerechnet knapp 30.000 Euro. Das Problem, es ging kein einziges Gebot ein. Der Aro 304 wäre also noch zu haben, abzugeben an Liebhaber. Ein Schnäppchen ist da allerdings nicht gerade.